Einsatzzeit zum Untertauchen. 40%, okay. Nehmen wir mal die hier. Ja, gib mal her. Können wir aufwerten für 5000 Punkte? Das machen wir noch nicht. Kaufen wir Unterarme. Fernkampf. Geht alles runter, ne? Nahkampf und Gesundheit würde aber das passende sein. Zum Teil hier. Können wir jetzt das noch holen? Und Beine. Gehen wir auch mal außen hier. Können wir, glaube ich. Nee. Dann nehmen wir die. Hat sie erstmal ausgekauft. Waffen. Nehmen wir wieder einhändig. Der was. Pistole natürlich. Aber okay. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Leben. Elite Soldat. So, der kleine Mann mit der Kiste und sein komischer Gehilfe, sein Trageboy. Sollen auf dem Markt sein. Okay. Wo seid ihr? Da sind sie. Da bist du ja. Nun führe mich zum goldenen Schlüssel. Alarmiert mich, wenn ihr etwas Ungewöhnliches seht. Ja, Herr. Ah, machen wir. Feinde von den Dächern töten, okay. Ach komm, geh schnell durch. Schnell, schnell, schnell. Okay, ist gar nicht so schlimm, wenn man verlieren. Nach unseren Regeln oder sterben.
Hallöchen. Bist du. Ja. Und du bist da weg. Ich muss mal gucken, wo er ist. Warum so schüchtern? Ich will dich nur verprügeln. Nee, heute nicht. Fährt denn noch? Ich kann mal gucken, ob ich irgendwelche Wachen voraus habe. Das ist ja meistens immer wichtig irgendwo. Mal schnell. Okay, da ist ein. Silber, fast eine ganze Truhe voll. Gib es mir. Der Kommandant ahnt noch immer nichts. Er hat Geschäfte in Paris. Die übliche Summe plus eine Beförderung. Très bon. Es ist mir immer ein Vergnügen. Hau nicht ab! Ich bin ein guter Kerl! Gut im Schlaf! Oh. Komm zurück, du Stinker! Ich habe hier 20 Zentimeter Stahl für dich! Warum habe ich dieses Mikrofon ausgeschaltet? Ich würde sagen, erstes Ding verkackt. Stehen bleiben, Bürger! Du kommst nicht durch! Ihr habt das Gesetz gebrochen! Machen! Du wirst im Kerker verrotten! Das werde ich wohl kaum. Sag mir, wo sich die Truhe mit dem goldenen Schlüssel befindet, oder deine Machenschaften kommen ans Licht. Ich bin nur auf unverfänglichen Profit aus! Wie eine Ratte auf Äpfel? Woher weißt du? Sicherlich wird der Vergleich für den Kommandant sehr aufschlussreich sein. Die Truhe wird in den Höhlen bewacht. Hier. Merci. Und nun geh mir aus den Augen. Okay. Scheiße. Ich geh lieber zur Kaserne. Oh. Ciao. Du gehst nirgendwo hin. Komm bloß nie zurück. Doch. Irgendwann mal vielleicht. Ziemlich geschickt für eine Leiche. Was? Eine Leiche? Niemals. Ja,